Moin! Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Viel Spaß! Bereits im Jahr 1954 wurde versucht, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft, abgekürzt EVG, zu gründen, durch die es dann zum Aufbau einer gemeinsamen europäischen Armee gekommen wäre. Dieses Projekt ist jedoch am französischen Parlament gescheitert. Einige Jahre später wurde die Idee einer gemeinsamen Außenpolitik in der EU wieder aufgegriffen und im Vertrag von Maastricht im Jahr 1992, der übrigens auch gleichzeitig die Europäische Union begründete, wurde eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, GASP, als Ziel festgelegt. Im Vertrag von Amsterdam, der 1997 beschlossen wurde, wurde dann die GASP ausgebaut und es wurde das Amt eines Hohen Vertreters geschaffen, der die EU-Außenpolitik koordinieren und die EU repräsentieren sollte. Mit dem Vertrag von Lissabon aus dem Jahr 2009 wurde die GASP dann erneut gestärkt, da der Hohe Vertreter nun gleichzeitig Vizepräsident der EU-Kommission wurde und nun dem Rat der Außenminister vorsitzt. Dieser Vertrag von Lissabon spricht jedoch außerdem von einer schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik, wodurch heutige Bemühungen in diese Richtung natürlich gebremst werden. Oberstes Ziel der GASP ist, dass die EU möglichst geschlossen auf internationale Vorgänge reagieren soll. Im Vertrag von Nizza von 2003 finden sich die weiteren Ziele der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, wie die Wahrung grundlegender Interessen der EU, also besonders Sicherheit, Unabhängigkeit und Unversehrtheit, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und die Sicherung von Frieden und Sicherheit, sowie die Stärkung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Da es keine gemeinsame Armee gibt, versucht die EU in erster Linie durch diplomatische Instrumente diese Ziele zu erreichen. In dieser Kategorie stehen der EU viele Möglichkeiten zur Verfügung. So kann die EU zum Beispiel Erklärungen zu internationalen Entwicklungen abgeben, Hilfsangebote machen oder Hilfsangebote entziehen, gemeinsame Sanktionen erlassen oder sich an multinationalen Verhandlungen beteiligen. Ein weiteres effektives Mittel sind gemeinsame Stimmabgaben, zum Beispiel in der UN-Generalversammlung. Diese diplomatischen Wege sind natürlich nicht die einzige Möglichkeit, um auf die weltweite Politik Einfluss zu nehmen. So sind viele EU-Mitgliedstaaten an einigen Auslandseinsätzen beteiligt, wie zum Beispiel auch die deutsche Bundeswehr. Jedoch werden diese Auslandseinsätze oft durch die NATO koordiniert und die ist sehr stark von den USA abhängig. Da im Vertrag von Lissabon nur eine schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik festgeschrieben wurde, kann nicht davon ausgegangen werden, dass in naher Zukunft eine zweite europäische Verteidigungsgemeinschaft entstehen kann. In den letzten Jahren taten sich immer mehr Herausforderungen für die EU auf. So sind die Erwartungen an die EU auf der einen Seite immer weiter gestiegen, während die EU sich ständig mit neuen Krisen konfrontiert sieht, wie zum Beispiel dem Terrorismus in Europa oder der Frage nach der Energieversorgungssicherheit und damit einhergehenden Abhängigkeit von Russland. Außerdem kam es in den letzten Jahren immer wieder vor, dass große EU-Mitgliedstaaten die GASP unterlaufen und auf eigene Faust internationale Verträge aushandeln. Ein Beispiel dafür wäre das Verhalten von Deutschland und Frankreich nach der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014, die ohne die restlichen EU-Mitgliedstaaten den Minsker Friedensplan aushandelten. Zuletzt muss noch die Handlungsfähigkeit der EU angesprochen werden. Durch die Erweiterung der EU vergrößert sich nämlich automatisch auch die Vielfalt nationaler außenpolitischer Interessen, sodass es schwerer wird, einen Kompromiss zu finden. Da in der EU-Außenpolitik zudem das Einstimmigkeitsprinzip gilt, ist die Handlungsfähigkeit der EU in Bezug auf die Außenpolitik äußerst eingeschränkt. Die EU muss sich also primär auf die NATO als militärisches Verteidigungsbündnis und Sicherheitsgarant verlassen. In einem anderen Video haben wir uns die NATO auch schon angeschaut, das findet ihr jetzt eingeblendet. Ansonsten lasst gerne einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat und schaut noch auf unserem Instagram oder in der Videobeschreibung vorbei. Und dann war's das von unserer Seite. Tschüss!